Hallo und herzlich willkommen mal wieder beim Infovideo, wie es mit dem Kanal weitergeht und der aktuelle Stand. Erstmal kurz zum aktuellen Stand. Also Phantasy Star 3 habe ich durchgespielt, das wird jetzt Woche für Woche ein Part hochgeladen und dann ist glaube ich 23 oder 24 Parts geworden, also ihr habt noch gut 10 Wochen vor euch. Warum geht es momentan so langsam vorwärts? Ich habe ziemlich viel zu tun. Also müsst ihr euch immer ein bisschen gedulden im Moment. Das wird sich ab November ändern. Da habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit für den Kanal. Und genau darum geht es. Ich möchte bis dahin wissen, in welche Richtung wir gehen wollen. Und ja, nochmal kurz aktueller Stand. Also Phantasy Stars durch, wird hochgeladen. Dann Canon Fallout 3 wird definitiv weitergemacht. Also das spiele ich definitiv durch. Gab es auch schon Anfragen. Ja, ist halt momentan pausiert gewesen, weil Zeitmangel. Aber wird auf jeden Fall weitergespielt und Legend werde ich nebenbei, ich denke mal, das interessiert sowieso keinen. Deswegen spiele ich das irgendwie, wie ich Bock habe, denn irgendwann. Ja, es geht jetzt hauptsächlich aber darum, wie es weitergehen soll. Das würde mich mal interessieren. Und da überlasse ich euch die Qual der Wahl. Möchtet ihr, dass ich eher mehr Rückblicke mache oder möchtet ihr, dass ich mehr Let's Plays mache? Oder sagt ihr, ja, die Kombination, wie es jetzt ist, ist perfekt. Mach genau weiter so, wie es jetzt machst. Ich sage mal, ich gebe euch da die Möglichkeit zu wählen. Irgendwann breche ich es dann ab. Ich denke mal so in 2-3 Wochen werde ich sagen, okay, da stehen wir. Ich schreibe 3 Möglichkeiten unten in die Kommentare. Einmal werde ich reinschreiben, mach mehr Let's Plays. Einmal mach mehr Spielerückblicke oder Konsolenrückblicke. Mal Rückblicke, da habe ich ja erst einen, aber ich würde auch mehr machen. Und ja, als dritte Möglichkeit, mach weiter 50-50, so wie du gerade Lust hast. Mehr, immer mal Let's Plays und mal Rückblicke. Ja, wie gesagt, ihr entscheidet diesmal. Ich hoffe, das gefällt euch. Ihr könnt es auch kommentieren und so weiter, was ihr darüber denkt. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ich unten Daumen hoch oder Daumen runter sehe. Bis dann, euer Nobby.